Im heutigen Video spreche ich ausgiebig über das Leben und Werk einer hochgradig kontroversen Person. Dieser Autor war zu seiner Zeit ein skandalöser, gehasster, öffentlich hart verurteilter und enorm umstrittener Mensch. Gleichzeitig handelt es sich aber auch um einen der bekanntesten SchriftstellerInnen der Welt. Ich spreche heute von Leben, Werk, Schicksal und Wirkung des irischen Lyrikers, Dramatikers und Romanautors Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Oscar Wilde. Sollte dies dein erstes Video auf diesem Kanal sein, herzlich willkommen. Hier geht's um Bücher und Buchthemen und ich lese meist unabhängig, divers, abseits vom Mainstream und harten Tobak. Sollte dies dein zweites, neuntes oder 40. Video sein, willkommen zurück. Schön, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Wenn du buchige Videos am liebsten schaust, dann lohnt sich ein Abo auf diesem Kanal und du kannst ab sofort mit jeder Buchbestellung kostenfrei mich und wahlweise deine lokale regionale Buchhandlung unterstützen. Alle Infos, meine Partnerlinks, meine Blogseite und mein Instagram findest du in der Infobox. Oscar Wilde wurde 1854 in Dublin geboren und starb 46 Jahre später in Paris. Verarmt, gebrandmarkt und verpönt. Doch wie es dazu kam, erzähle ich dir gleich. Als Sohn eines Arztes und einer Übersetzerin und revolutionären Lyrikerin wuchs Wilde in Künstler- und Schriftstellerkreisen auf. Er studierte klassische Literatur am Trinity College Dublin und danach von 1874 bis 1878 am Magdalen College in Oxford. Wilde war generell für seinen Humor, seinen Witz und für seinen Ästhetizismus bekannt. Schon in jungen Jahren erzeugte er ambivalente Reaktionen. Er war berühmt einerseits für seine Eloquenz, andererseits für sein dandyhaftes, extravagantes Auftreten, das er mit seiner ungewöhnlichen Bekleidung betonte, zum Beispiel samtene Kniehosen und Seidenstrümpfe. Also war ihm eine Fluidität in puncto traditionell gelesenen Geschlechterrollen eigen und die notwendige Prise Subversion, diese Fluidität, auch stets offen zur Schau zu tragen. Ein Rebell vom Feinsten also. Als Schriftsteller wurde Wilde bereits zu seiner Studienzeit bewundert und erhielt Lob und Zuspruch. Die erste literarische Anerkennung mit seinem Gedicht Ravenna im Juni 1878. Die argumentativ berühmtesten Gesellschaftskomödien wie An Ideal Husband oder The Importance of Being Earnest erschienen im Jahr 1895. In den USA und Kanada, später auch in Europa, hielt Wilde auf mehreren Tourneen Vorlesungen über unter anderem Ästhetizismus. Er war sowohl in Europa als auch Amerika bzw. Nordamerika berühmt und gefeiert. In seinem 30. Lebensjahr heiratete Wilde die 26-jährige Constance Lloyd, eine Kinderbuchautorin aus wohlhabendem Hause. Sie ließen sich in London nieder und bekamen zwei Söhne. Doch führten Wilde, der offensichtlich bisexuell war, mit seinen homosexuellen Affären auch offen und liberal umging, Eskapaden irgendwann zu seinem Niedergang. Als zunächst der Vater des Lords Alfred Douglas, mit dem Wilde ein langjähriges Verhältnis hatte, ihn wegen Unzucht anklagte. Obwohl Wilde aus diesem Fall noch auf Kaution entlassen wurde, brachten Zeugenaussagen von zahlreichen männlichen Prostituierten eine zweite Klage und Wilde ins Zuchthaus mit schwerer Zwangsarbeit. Wohlgemerkt rieten Wildes Freunde ihm damals zur Flucht aus England, doch lehnte der Autor ab. Im Zuchthaus verweste Wilde dann nach und nach, bis, in den Worten seiner Frau, die ihn besuchen durfte, aus ihm nur noch ein vollkommenes Wrack geblieben war. Nach der Haft floh Wilde dann nach Paris, wo er auch starb, in Teilen an gesundheitlichen Schäden, die ihm die Jahre im Zuchthaus angetan hatten, doch angeblich unter anderem auch an Syphilis. Wohlgemerkt hatte Wildes Ehefrau trotz der offensichtlichen und zahlreichen Affären ihres Mannes nie die Scheidung eingereicht. Ihre Zuneigung zu Wilde blieb ungebrochen. Wilde verfasste im Zuchthaus in Reading einen Brief von 50.000 Wörtern, der unter dem Titel De Profundis posthum veröffentlicht wurde. Ebenso schrieb der Autor zahlreiche Leserbriefe über die grausamen Bedingungen im Zuchthaus. Oscar Wilde war ein Anarchist, ein Sozialist, ein Künstler, ein Ästhetiker und zweifelsohne ein Individualist,
der trotz zarter Seele und schwachen Körpers, die ihm zuletzt auch zum Verhängnis wurden, nicht damit einverstanden war, von der Gesellschaft in eine Ecke getrieben und auf eine konventionelle Identität beschränkt zu werden. Dass er nie konventionell oder unoriginell sein könnte, dass seine sprachlichen Fähigkeiten, seine Menschenkenntnis und seine kostbare Fantasie wertvolle Güter waren und bleiben, zeigt die weitreichende Relevanz seiner Werke, sowohl der Erzählungen als auch der Theaterstücke. Wildes sämtliche Werke erschienen in deutschsprachiger Übersetzung erstmalig 1908 im Wiener Verlag, 2000 erneut im Inselverlag und im Jahr 2004 nochmal im Verlag 2001. Soeben ist im Anaconda Verlag eine neue Schmuckausgabe erschienen, die sowohl die Märchen Der glückliche Prinz oder Der selbstsüchtige Riese beinhaltet und ebenso Gedichte in Prosa, in Übersetzung von Rudolf Lothar und Frieda Uhl. Wer eine ganz besondere Ausgabe des einzigen Romans haben möchte, möge sich diese gebundene Ausgabe der Reihe Bibliotheca Obscura anschauen, die 2023 im Verlag Ars Edition erschienen ist. Wilde veröffentlichte seinen einzigen Roman, Das Bildnis des Dorian Gray oder The Picture of Dorian Gray, im Jahr 1891, als er als Journalist und Herausgeber in London tätig war. Davor erschien der Text im Juli 1890 im US-amerikanischen Lippincott's Monthly Magazine. Das Werk hat deutlich als autobiografisch abzugrenzende Elemente, ist andererseits eine direkte Antwort auf den französischen Symbolismus, insbesondere auf Gegen den Strich von Jory-Karl Humann, ein Buch, welches auch im Buch vorkommt. Als 1884 Gegen den Strich erschien, den die Rezensenten einhellig als Leitfaden der Décadence bezeichneten, gewann dieser Roman für Wilde eine maßgebliche Bedeutung. In einem Interview erklärte er das Buch zu einem der besten, das ich je zu Gesicht bekommen habe. Ich habe den Roman auch gelesen und es ist so ein winziges Reklamheftchen, also der Lektüre definitiv wert und wenn nicht wert, dann auch schnell gelesen. Nur habe ich es leider jetzt nicht in meinem Regal gefunden und kann ich es jetzt nicht in die Luft halten. Aber gut, worum geht es denn in diesem französischen Roman? Wikipedia fasst es nämlich eigentlich ganz gut zusammen. Hauptperson des handlungsarmen Romans ist Jean Florissant Dessessart. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Ein exzentrischer französischer Adliger und dekadenter Ästhet, der letzte seines Geschlechts. Dessessart wird in einer Jesuitenschule erzogen und genießt danach das dekadente Leben der adligen gehobenen Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert. Unbefriedigt und enttäuscht von diesem Leben und unfähig zu menschlichen Kontakten, zieht er sich in der Peripherie von Paris in ein Haus zurück, das nach seinen Vorstellungen extravagant ausgestattet ist. Die Einschätzung als handlungsarm darf auch meinerseits gelten bleiben, als dass Dessessart in seinem Haus nicht viel mehr tut, als Tiere zu quälen, sich über sein mit Reichtum und Opulenz gefülltes schweres Leben zu beschweren und an seinen Neurosen zu vergehen. Erinnert, minus die vergoldete Schildkröte, wer es gelesen hat, weiß, wovon ich spreche, das etwa an eine gewisse Passage aus Dorian Gray? Ja, und das ist Absicht. Denn Dorian liest diesen Roman, der auch ihn, angeblich, zu den dekadenten Ausschweifungen inspiriert, die er dann vornimmt. Denn genannt haben soll Wilde das Buch explizit nicht als Inspiration, sofern meine Recherchen reichten, aber des Öfteren darauf angespielt. Das Bildnis des Dorian Gray gilt als Oscar Wildes zentrales Prosawerk. Es wiegt die Moralität von Sinnlichkeit und Hedonismus im Kontext des Viktorianismus ab und porträtiert die Dekadenz der britischen Oberschicht. In der Handlung lassen sich sowohl eine Proklamation wie auch eine Kritik des Ästhetizismus herauslesen. Ein Kampf zwischen polarisierenden Ideologien findet vor allem innerhalb des jungen Protagonisten statt. Der Ausgang, den ich hier nicht verraten werde, denn dies ist ein spoilerfreier Kanal, ist fast als prophetisch zu betrachten in einer gewissen Interpretation der Geschichte, wenn man es auf Wildes eigenes Leben beziehen würde. Dieser Kampf sowie diese Geschichte markierten nämlich auch in Wildes Biografie eine markante Zäsur, da er die augenscheinlich so schnell aufs Papier geworfenen Zeilen
als Arthur Conan Doyle und er gerade mit einem US-amerikanischen Publizisten am Abendtisch saßen und spontan das Einverständnis gaben, für Lippicott's Magazin zu schreiben. Während die Rezeption des Romans in den Vereinigten Staaten wesentlich positiver ausfiel, wurde Wildes Name nach dieser Publikation zum Synonym des Krankhaften. In meiner englischsprachigen Ausgabe sind einige Zitate von Wilde aufgelistet, die zur Interpretation dienen können, doch generell Wildes Gedanken zum Künstlertum und zur Conditio Humana ergänzen. Wilde selbst meint beispielsweise, dass das Gute, das Böse, Moral und Tugend nicht Kategorien für Literatur sein können. Ein Buch sei entweder gut oder schlecht geschrieben. Ferner soll Kunst nicht das Leben und die Realität, sondern den Betrachter widerspiegeln. So zumindest Oscar Wilde. Ich habe diesen spannenden Roman vor kurzem mit euch gemeinsam gelesen und Schritt für Schritt meine Gedanken so grob und oberflächlich auch schon im Community-Tab niedergeschrieben. Zwar habe ich, wie bisher immer, bei den zweiten Lektüren in Abschnitten, so auch bei Ulysses im letzten Jahr, einige neue Aspekte entdeckt und mir so manches neue Zitat merken können, doch hatte ich dieses Buch bereits gelesen und wusste daher noch so grob, es ist aber schon einige Jahre her, worum es hier gehen soll. Ein junger, hübscher, wohlhabender Mann träumt davon, für immer jung und hübsch zu bleiben. Ein Freund von ihm, ein Künstler, malt ein lebensechtes Porträt des jungen Mannes. Und der so innige Wunsch des Dorian Gray wird vom Porträt akzeptiert. Nun altert also das Bildnis des Dorian Gray und trägt den Nachhall seiner Sünden, seiner Eskapaden und seiner skrupellosen Eroberungen, während Gray immer maßloser und grausamer wird, aber hübsch und jung bleibt. Wie lange kann das gut gehen? Überraschend lange. Da dieser Kanal, wie gesagt, ein spoilerfreier Raum ist, werde ich in groben Tönen über das Geschehen sprechen und den Ausklang in puncto, was passiert denn konkret eigentlich und wie und so weiter, explizit nicht verraten. Viele von euch haben auch den einen oder anderen Film gesehen, hatten das Buch bereits gelesen oder haben an unserer Leserunde teilgenommen. Daher durft ihr in den Kommentaren natürlich genauso schreiben, wie es euch beliebt. Alle wissen Bescheid. Ich freue mich übrigens riesig, gleich nochmal mit euch über das Buch zu sprechen. Das Bildnis des Dorian Gray wurde, wie gesagt, auch mehrmals verfilmt. Als beste Verfilmung gilt die Version von 1945, dicht gefolgt von der 1915er Dorian Gray-Adaption. Der Film aus 2009, den hier eventuell die meisten kennen könnten, nimmt angeblich, denn ich habe den Film vor ewigen Zeiten mal gesehen und erinnere mich kaum mehr dran, nimmt angeblich sehr viele Veränderungen vor und gilt generell als misslungen von Colin Firths Porträt, natürlich ganz abgesehen, denn Colin Firth kann nichts falsch machen. Aber ich weiß noch, dass der Film mir nicht wirklich gefallen hat, so füge ich mich dem Konsens des allgemeinen Publikums dann wohl auch. Aber kann es dir nicht mehr im Detail begründen. Ich spreche jetzt aber zunächst über den Roman und ausschließlich über den Roman, über die einzelnen Leseabschnitte, die ich nacheinander überfliege, aber auch im Fortgehen und im Fazit nochmal miteinander kombinieren werde. Denn es geht schlussendlich ja um die gesamte Geschichte und nicht mehr die Einzelteile, obwohl diese absolut willkürliche, nach ungefähr gleicher Seitenzahl unternommene Teilung in 5 Akte oder in 5 Leseabschnitte, die ich für uns vorgenommen habe, eigentlich interessanterweise ganz organisch, ganz gelungen war. Im ersten Leseabschnitt begegnen wir zunächst dem hedonistisch-nihilistischen Lord Henry Wotton, der stets vor einer Fülle moralphilosophischer Zitate brodelt. Danach dem sachlich ernsten Künstler, Basil Hallward, und dem eigentlichen Protagonisten des Romans, dem wunderschönen, naiven, jungen, unangefassten Dorian Gray. Und zu diesem Moment fragte ich mich dann auch noch, wird dies das zentrale Figurendreieck der Handlung? Wie wird die erste zärtliche Korruption des jungen, unschuldigen Dorian ausarten? Und was passiert im Laufe des Romans mit diesem überirdisch wunderschönen Kunstwerk, welches Basil zum Schluss des Abschnitts entworfen hat? Ist Lord Wotton wirklich der vermenschlichte Teufel oder birgt diese Figur auch gute Seiten? Und diese Fragen wurden dann im Laufe der Lektüre beantwortet. Hierzu gleich mehr
Es war aber von Anhieb direkt faszinierend zu lesen, wie Wilde den enorm starken Kontrast zwischen dem zynischen Nihilismus und der scheuen Naivität der zwei Figuren entwirft. Denn an dieser Stelle kann durchaus noch alles passieren, obwohl vieles doch schon sehr deutlich platziert ist. Dennoch ist jetzt noch unklar, wer wird untergehen, wer wird triumphieren in diesem genüsslich geschriebenen Text über den Verfall von Menschlichkeit in einer Umgebung von Fülle, Reichtum und allerlei Verlockungen. Kann Basil Dorian retten? Oder nimmt er eine ganz andere Rolle in der Handlung ein? Wie wird die Interaktion, der Dialog und die Beziehung zwischen Dorian und Lord Henry vonstatten gehen? Und wie ändert sich ihre Dynamik im Laufe der Geschichte? Im zweiten Leseabschnitt wurden wir dann aber nochmal in eine ganz andere Richtung getrieben. Und es geht dann um Körper, Herz und Seele. Und ja, die ersten mysteriös gruseligen Szenen um das berüchtigte Bildnis beginnen dann auch schon. Dorian lernt die illusorisch idealisierte kindliche Liebe kennen und erfährt direkt im Anschluss die Enttäuschungen, die mit der korrespondierenden Desillusionierung und dem Begegnen der Person hinter einem Idealbild einhergehen. Sowohl das Idealbild der argumentativ hinreißenden, aber doch recht hohlen Sybil Vane, so heißt sie auch, Vane, als auch das Idealbild von Dorian selbst bekommen was ab, doch ist unser junger Protagonist noch von der möglichen Wiederkehr zum Ausgangszustand überzeugt, obwohl er ganz schön gemein zu der jungen Frau gewesen ist. Auch hier meiden wir Spoiler und springen direkt zum dritten Abschnitt. Denn dort findet die erste gruselige Entwicklung statt und es wird eine wichtige Entscheidung getroffen. Beziehungsweise gut, die zweite gruselige Entwicklung, aber die Entwicklung mit erheblichen direkten Taten und Konsequenzen. Dorian, der wohlgemerkt unter dem Einfluss von Lord Henry Schönheit als das höchste Gut auf Erden preist und seine Beziehung zur jungen Schauspielerin direkt beendete, als sie seinen Vorstellungen von Schönheit nicht mehr entsprach, erhält eine sehr tragische Nachricht und reagiert darauf, nun, eigentlich wie erwartet, da er mehr und mehr unter dem Einfluss des argumentativ-hedonistischen, des Teuflischen steht und innerhalb dieser polarisierten Erzählwelt mehr und mehr zum Nihilistischen hingezogen wird. Zudem gibt's dann von Lord Wotton noch diese unterstützenden Lesetipps, wie oben erwähnt, in Form von französischer Décadence. Basil versucht zwar immer wieder in den scheinbar unaufhaltbaren Untergang Dorians einzugreifen, doch bringt ihm sein gefühlvolles Geständnis nicht an Dorians Herz oder Seele näher. Und das Porträt erhält einen eigenen Raum, abseits des Geschehens, und wird von nun an als gefährliches Geheimnis behandelt. Wir sehen auch hier eine Zäsur, denn Dorian entfernt sich Schritt für Schritt von dem objektiv moralisch-menschlichen. Versucht gleichzeitig seine Sünden, seine Scham und Schuld, die er nicht empfindet, noch nicht, mit dem Porträt sowohl räumlich als auch seelisch wegzusperren und von sich zu entfernen, abzuschneiden, sich immun dagegen zu machen und ausschließlich von oberflächlicher Schönheit zu zehren. Hier merken wir aber einen entscheidenden Unterschied zu Lord Henry, der sich zwar über die illusorische Natur der Ehe auslässt, und das individualistische Florieren beider Seiten befürwortet, ob diese dann verheiratet sind oder nicht. Doch bewegt er sich trotzdem noch irgendwie im Rahmen des Konventionellen und, wie wir hier herauslesen können, auch des Konsensuellen, so sehr er dem Hedonismus auch beipflichtet. Denn wie Wildes eigene Ehefrau, um hier kurz einen autobiografischen Exkurs zu machen, seine Eskapaden ja nun tolerierte, befürwortete, unterschrieb, was auch immer wir hier herausinterpretieren mögen, scheint es ja auch Lord Henrys Frau durchaus zu tun. Also hat er die Erlaubnis, das Privileg, ein Beobachter zu bleiben, der nicht auffällig wird, obwohl seine Eskapaden ebenso bedenklich wären auf der viktorianischen Moralskala. Dorian schöpft allerdings viel, viel zu tief aus dem Höllenkessel der Erkenntnis, so dass er irgendwann in Gänse hineinfällt und trotz deiner oberflächlichen Schönheit so sehr gebrandmarkt ist, dass ihm seine gesellschaftliche Stellung nach und nach abhanden kommt. So hilft auch die wunderschöne Oberfläche irgendwann nicht mehr und Dorian beginnt, dies auch selber zu merken.
Im vierten und heftigsten Leseabschnitt erfahren wir, wie Dorians mehr werdend hedonistisch geprägtes Leben moralisch entgleist und erleben den tiefsten Fall der Figur. Wie Dorian selbst diesen Moment als das Erreichen des Mannesalters bezeichnet, kann ebenso hier als Höhepunkt seines Dandytums und seines erlernten Hedonismus gelten. Der junge Halbgott häuft um sich viele schöne, nutzlose, doch ästhetisch sehr befriedigende Sachen mit langer Historie und entsetzliche, doch prominente Figuren aus der Menschheitsgeschichte. So wie er Juwelen und Tapeten und edle Stickereien und so weiter und so fort als Ablenkung des immer grässlicher werdenden Porträts sammelt und versucht, sich unter anderen Monstern einzureihen, also auch in der Hinsicht trotzdem seinesgleichen zu finden, eine Kontinuität. Denn als solche, in solchen nimmt Dorian sich mittlerweile nicht nur selbst wahr, auch die Gesellschaft fängt ja an, nach und nach ihn abzustoßen. Dorian sieht sich dennoch als historisch, als erinnerns- und benennenswert, in einer historischen Linie herausragend schrecklicher Individuen. Er möchte nicht sterben, er möchte unsterblich bleiben, obwohl er seine Existenz als mehrwertend belastend empfindet. So sehr die Gefühle und die Wahrnehmung der Opulenz, der wachsenden Opulenz, nicht die Befriedigung bringen, die sie bringen sollte. Aber das, und hier vernetzen wir uns wieder mit der französischen Décadence, war auch bei den Franzosen dann nicht anders. So ist das halt dem Leben schöne Sachen statt einem Freundes- und Familienkreis, um sich zu beherbergen, macht einen Menschen langfristig nicht glücklich, auch wenn Dorian dies noch lernen muss. Wir steuern auf die nächste Zäsur im Roman zu, denn nun nimmt Basil einen letzten Versuch vor, den jungen Mann zu retten und auf ihn zuzureden. Dorian zurück zu sich selbst zu bringen und ihn zu einer moralischen Besserung sowie seelischer Reue zu bewegen. Seinen Werdegang etwas zu reflektieren mit Empathie und Verstand und vielleicht noch zu einem funktionierenden Mitglied der Gesellschaft zu werden. Basil ist noch überzeugt, dass es eine Rettung für Dorian geben könnte. Sind Lesende es an dieser Stelle noch? Sag du es mir in einem Kommentar. Denn was nun passiert, ist ein Sturz in den Abgrund der objektiven Monstrosität. Nicht nur können wir zu diesem Moment sehen, wie Dorian gänzlich verloren geht, so muss auch Basil jetzt für seine freundschaftliche Liebe bezahlen. Es bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Frage, ist es irgendwie möglich, ein Happy End für irgendeine der Figuren herbeizuzaubern? Gäbe es nach diesen furchtbaren Entwicklungen irgendeine Art Erlösung für Dorian? Oder, und jetzt steigen wir in die interpretative Welt ein, ist diese Geschichte lediglich eine allegorische Beobachtung dessen, wie Dorian sich denjenigen Vorgaben beugt, die er denkt, dass die Gesellschaft für ihn hegt? Ist seine Sündenhaftigkeit nur mit seiner Homosexualität, seiner fluiden Sexualität gleichzusetzen? Unterliegt er wegen dem gesellschaftlichen Druck dieser Konvention und muss sich im Dunkeln bewegen, weil es sonst verpönt und wie in Wildes eigenem Leben schlichtweg illegal wäre, öffentlich seine Natur auszuleben? Ist, was mit Basil geschieht, auch nur ein Symbol dessen, wie die wahre Natur von Dorian dasjenige ist, was er als so monströs betrachtet? Wenn wir von der Décadence jetzt weggehen, und hätte er dieses Versteckspiel gar nicht nötig, wenn Queerness nicht so verpönt und als abartig abgetan würde von der viktorianischen Gesellschaft? Wenn auch ungewöhnliche Lebensmuster nebst gewöhnlichen Konventionen existieren dürften. Wenn Basil als Engelpol auf der einen Schulter, im Gegensatz zum Teufelpol auf der anderen Schulter, Dorian lediglich davon überzeugen möchte, dass es doch eine Entscheidung sei, nicht seine Natur, sich der Männerwelt zu widmen und dass er sich doch bitte für eine konventionelle, heterosexuelle, kirchlich akzeptierte Existenz entscheiden möge. Denkt mal darüber nach. Okay, aber jetzt wieder zum textimmanenten Verständnis. Wir lesen, wir interpretieren direkt, wir machen keinen Höhenflug auf 4-Meter-Ebene. Im letzten Leseabschnitt, nach fatalen Kausalitäten, wo eine Gräueltat zu den Konsequenzen der ersten Gräueltat zurückführt und zu einer Konfrontation mit der Vergangenheit verleitet, gelingt es Dorian zwar, etlichen Gefahren zu entgehen, doch kann er sich schlussendlich nicht mehr seiner eigenen dunklen Seite entziehen.
Er wird nunmehr von Furcht beherrscht, tut alles für seine Sicherheit. Denn ihm droht der Lebensverlust und ermordet werden möchte er doch eher weniger. Mehr wird auch hier dann im Detail nicht gespoilert, aber wir können dennoch in einem allgemeinen Sinne reflektieren. Denn es wird erneut die Frage aufgeworfen, ob Erlösung, Besserung, Reue und Rettung möglich wäre. Und außerdem hält Dorian es jetzt nicht mehr mit sich alleine aus. Es entsteht aus Furcht oder Reue, sie sind sehr eng miteinander verbunden, der Wunsch, ob das jetzt ein authentisch altruistischer Wunsch ist oder einfach nur ein Wunsch, der aus einem Erhaltungsinstinkt entsteht. Allenfalls möchte er, oder er denkt, er möchte, das Böse vernichten, reduzieren, startet den oberflächlichen Versuch, gut oder besser zu sein und vor allem die darauf folgende Realisierung der langjährigen Notwendigkeit solcher Schritte bringen Dorian zum endgültigen Verzweifeln und schlussendlich zurück zum Beginn, zum Porträt, wo dann auch eine finale Abrechnung stattfindet. Interessant ist das Gespräch mit Lord Henry, der Dorians oberflächliche Gutseinversuche sofort für nichtig und lächerlich erklärt. Denn obwohl der alte Hedonist selbst seiner Sache treu bleibt, ist ihm auf theoretischer Basis ebenso klar, wie schwer der Weg zurück sein kann. Dass er mit Jahre andauernden Qualen verbunden ist, dass Reue wesentlich mehr seelische Schmerzen verursacht, als der erlebte Genuss nachträglich wieder gut machen kann. Und so auch wenn Lord Henrys Reaktion auf Dorians Versuche, selbstlos zu sein, fair ist, verfällt der Protagonist seinen Schuldgefühlen schlussendlich dann auch auf unumgehbare Art und Weise. Kurz zum Schluss, denn es war ein kurzer Schluss, dass die finale Auflösung so schnell kam, hat mich einerseits jetzt etwas überrascht. Das genaue Ende hatte ich nun nicht mehr im Kopf. Ich wusste, was passiert, aber nicht wie. Aber ich fand es sehr gelungen, denn meines Erachtens hat es vom Tempo her gut zur Geschichte gepasst. Trotz des heftigen Materials, der entsetzlichen Handlung, die tiefe Gefühle inspiriert, sollte gerade an dieser Stelle nicht oder nicht mehr überschwänglich sentimental geschrieben werden. Und genau davon hat Wilde an dieser Stelle abgesehen. Ist nun aber die Moral von der Geschichte, dass wir als Menschen generell nicht zu retten sind oder dass es sich besser lebt mit der eigenen dunklen und hellen Seite im sichtbaren Tandem. Sünde und Tugend zeitgleich fütternd. Dass Individuen, die das nicht begreifen oder deren Wertvorstellungen unumkehrbar gemacht werden, vom Untergang nicht verschont werden. Das Bildnis des Dorian Gray ist mit Sicherheit ein beeindruckendes Sammelsurium an düsteren Gedanken, schlauen Sätzen, randvoll mit zitierbaren Perlen und Betrachtungen zur wahren Natur des Menschen. Was dieses Buch aber ebenso ist, ist eine schlaue Abhandlung zu den intensivsten Ecken der Conditio Humana, die nun mal einfach zu verführen, zu verlocken ist, zum Genuss, zum Konsumerismus, zu materiellem Wohlstand und zur oberflächlichen Bewunderung seitens der Mitmenschen. Gerade in einer viktorianischen, konservativen Gesellschaft, wo es noch keinen Twitter gibt und wo selbstverständlich die einzige Alternative ist, über jedes Detail der Kleidung, der Frisur und dem Umgang jeder Person im eigenen Umfeld zu lästern. Wie Wilde und wie Dorian ihre eigene dunkle Seite zum Verhängnis wurde, ist ähnlich, obwohl die zwei Geschichten, eine fantastisch-fiktionale und eine sehr reelle und echte, unterschiedliche Feinheiten und etwas anderes Personal hatten. Deswegen ist Dorian Gray aber zum Verständnis von Oscar Wilde essentiell und kann im Zusammenhang mit einigen Märchen und dem letzten Brief durchaus als Hauptwerk verstanden werden. Wenn wir uns Lord Henry nochmal anschauen und den Vergleich zwischen dem oberflächlichen Smalltalk ziehen und der eigentlich unbehaglichen Wahrheit, die seine Sätze immer in sich bergen, schon da ist die vernichtende Polarisierung zwischen Schein und Sein schnell von Seite 1 sichtbar. Dass Dorian Gray eine hyperbolische Figur ist und dass die übernatürlichen Elemente in dieser Geschichte keine klar dargestellte mystische Quelle haben. Sie können ins klassisch-faustische zugeordnet werden, à la Pakt mit dem Teufel. Doch der Teufel birgt sich hier in allen Figuren und nicht nur in Lord Henry, sondern in der kollektiven Figur, Gesellschaft, Außenwelt, Umfeld. Dadurch wird das Gesellschaftskritische in dieser düsteren Verfallsgeschichte auch nochmal klarer. So opulent geschmückt,
feinfühlig gewählt und filigran ausgelegt die Sprache dieses Buchs auch ist. Die Botschaft liegt immer irgendwo zwischen den Zeilen, irgendwo zwischen Autor, Handlung, figurenpsychologischen Feinheiten und der Grauzone zwischen dem Gesagten und Gemeinten. Auch Wildes Theaterstücke tun nichts anderes, doch liegt ihnen eine Komik zugrunde, die sie eventuell massenkompatibler gestalten. Betrachten wir jedoch das Gesamtwerk des Autors, gibt es auf einmal weniger zu schmunzeln und viel mehr zu reflektieren. Hierfür ist Das Bildnis des Dorian Gray ein perfekter Beginn. Und nun drehe ich das Mikrofon um zu dir. Hast du schon mal eins von Wildes Theaterstücken gelesen oder gesehen? Wenn du Das Bildnis des Dorian Gray schon gelesen oder bei unserer Community-Leserunde mitgemacht hast, wie fandest du das Buch? Wie hat dir das Ende der Geschichte gefallen? Hätte Dorian ein anderes Ende verdient oder war sein Untergang unvermeidbar? War James Vanes Schicksal ungerecht? Und was könnte nun aus Lord Henry werden? Und alle Gedanken, die dir jetzt noch gekommen sind und sich langsam im Ausklang dieses Videos formen, teile sie doch gerne mit der Community in einem Kommentar. Ich freue mich sehr, gleich von dir zu lesen. An dieser Stelle noch eine kleine Ankündigung zur nächsten Leserunde. Wir beginnen im Mai mit dem ersten Teil der Herr der Ringe-Trilogie. Ich werde wieder wöchentliche Abschnitte ankündigen und wir tauschen uns regelmäßig im Community-Tab aus. Ihr dürft diesmal auch gerne erneut entscheiden, ob der Austausch über Goodreads oder in meinem Community-Tab stattfinden soll. Hierzu läuft ab sofort eine Umfrage im Community-Tab, wo ihr gerne wählen und auch gerne zusätzlich noch euren Senf abgeben könnt. Wenn du aber dieses Video interessant fandest, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für diesen Kanal da und teile meine Inhalte mit allen deinen Freunden, denn unkonventionelle Buchtipps sind Gold wert. Kostenfrei supporten kannst du diesen Kanal ab sofort mit jeder Buchbestellung über die Partnerlinks in meiner Videobeschreibung. Ich danke dir natürlich vor allem vielmals fürs Zuschauen und freue mich sehr, dich erneut begrüßen zu dürfen beim nächsten literarischen Abenteuer. Bis dann!